Diese Woche zeigen wir Ihnen unsere sogenannte Newcomer-Serie. Das heisst, wir stellen Ihnen junge Persönlichkeiten vor, von denen Sie höchstens wahrscheinlich noch einiges hören werden. Wie zum Beispiel Tanja König. Die 26-jährige Journalistin schreibt für diverse Magazine und ist seit neuestem auch Backstage bei der Sendung «The Voice» als Webreporterin unterwegs. Dort berichtet sie laufend über das Geschehen hinter den Kulissen. Neben ihrer Karriere als Journalistin ist Tanja König aber auch noch in ganz anderen Bereichen eine wahrhaftige Überfliegerin. Ihr Job als Backstage-Reporterin bei The Voice of Switzerland ist für Tanja König zwar ein großer Coup. Ihr Hauptjob ist momentan aber ihr Sinologiestudium. Chinesisch büffeln ist angesagt. Ich würde nicht mal sagen, dass ich so ehrgeizig bin oder so zielstrebig. Ich mache wirklich, was ich gerne mache und es führt mich irgendwie zum Ziel. Also ich sehe da manchmal andere Studenten, die sagen, ja, ich muss so und so viel Geld verdienen, ich studiere Sinologie, weil das Zukunft ist und China. Und ich finde, ich studiere sicher nicht wegen dem. Also ich studiere, weil es mir Spass macht. Das machen, was Spass macht. So geht Tanja König durchs Leben. Mit Freunden und WG-Kollegen zusammen sein, das ist ihr deshalb genauso wichtig wie ihre Karriere. Dennoch, mit ihren Jobs als Reporterin, Kolumnistin und Studentin ist sie mehr als ausgelastet. Es gibt schon manchmal ein paar Freunde, die auch sagen, hey Tanja, du bist ja immer beschäftigt, wenn hast du Zeit und so. Aber ja, ich meine, wenn man so in einer WG ist, dann hat man ja die Freunde eigentlich daheim. Und das ist mega schön. Doch immer wieder heißt es auch Abschied nehmen von ihren WG-Gespernli. Dann nämlich, wenn sie in ihre Rolle als Flight Attendant schlüpft. Ihr vierter Job. Come fly with me, let's fly. Eine ganz andere Aufgabe als bei The Voice of Switzerland. Parallelen gibt es trotzdem. Mir hat mal eine Flight Attendant gesagt, der Flüger ist ihre Bühne. Und ich glaube, sie hat nicht ganz Unrecht damit. Weil wenn man dort steht, in der Uniform, dann ist man auch in einer Rolle und vertritt etwas und muss auch die Leute manchmal ein bisschen unterhalten und überzeugen. Und ich glaube, das ist im Entertainment-Business auch so. Das Pendeln zwischen den Welten kennt Tanja König von klein auf. Geboren ist sie in Australien. Ihre Mutter ist Portugiesin mit chinesischer Abstammung. Ihr Vater Schweizer. Ich kann nicht sagen, ich bin nur Schweizerin oder nur Portugiesin. Es ist der Mix von allem. Und ja, das ist eigentlich auch bei meinen Jobs so. Ich kann nicht sagen, ich bin nur Flight Attendant oder nur Journalistin, sondern ja, mich kann man einfach nicht in die Schublade stecken. Seien es ihre Jobs oder ihre Wurzeln, Tanja Königs Leben ist von Vielfalt geprägt. Ich bin selber auch noch herauszufinden, wer ich bin. Und ich glaube, das mache ich auch dadurch, dass ich eben so viel mache und so viel entdecken will. Dann lerne ich mich selber kennen. Tanja Königs Reise könnte also in verschiedene Himmelsrichtungen führen. Am nötigen Schub wird es ihrer Karriere bestimmt nicht mangeln. Die Sendung «The Voice» startet dann übrigens Ende Februar. Bis dann halten Sie Tanja König auf der Homepage thevoice.srf.ch auf dem Laufenden.